Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und einer neuen Folge Die Rache des Sub. Heute geht es um die Neuzugänge aus März bis Mai 2022. Wir schauen uns also gemeinsam an, welche davon noch ungelesen sind und dann werde ich meine Leseliste füllen. Und zwar haben wir zuletzt meine Leseliste bis Ende August gefüllt. Das heißt, ab September steht noch nichts auf der Liste und ich bin gespannt, welche Bücher da landen werden. Es sind mal wieder zwei Videos. Ich hatte nämlich ein reguläres Neuzugänge-Video, das die Monate März bis Mai zusammenfasst. Ich hatte aber auch im April eine Buchbestellung anlässlich meines eigenen Geburtstages. Und falls ihr nun gar nicht wisst, was es mit dem Sub oder der Rache des Sub auf sich hat, der Sub ist der Stapel ungelesener Bücher und die Rache des Sub ist eine Lese-Challenge. Ich schaue mir an, welche Bücher vor längerer Zeit bei mir eingezogen und bis heute noch nicht gelesen sind. Und diese Bücher müssen in Anführungsstrichen dann eben zeitnah gelesen werden. Wie gesagt, gerade spreche ich über die Leseliste September 2023. Das heißt, die möchte ich jetzt gerne füllen mit Büchern, die noch aus März bis Mai 2022 ungelesen sind. Und deswegen schaue ich mir mit euch gemeinsam diese alten Neuzugänge-Videos an und wir erfahren gemeinsam, wie viel davon noch ungelesen ist. Und dabei kann es gut laufen. Das würde bedeuten, dass ich schon fast alle dieser neu gekauften Bücher mittlerweile gelesen habe. Oder es kann sehr schlecht laufen und die Leseliste wird eine große Herausforderung. Und deswegen bin ich auch gespannt, was das hier für eine Folge wird. Und wir beginnen mit dem regulären Neuzugänge-Video, das die Neuzugänge zwischen März und Mai 2022 zusammenfasst. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und meinen Neuzugängen für März, April und Mai diesen Jahres. Und der März war ein Monat, in dem ich mir keines der neu eingezogenen Bücher selbst gekauft habe. Die wurden mir alle zugeschickt aus unterschiedlichen Gründen. Das erste Buch war dann auch direkt ein absolutes Jahreshighlight. Ich werde auch bald meine Halbjahreshighlights abdrehen, das heißt die besten Bücher, die ich im ersten Halbjahr gelesen habe. Ich möchte das dieses Jahr ein bisschen aufsplitten, weil ich das im letzten Jahr komplett zusammengefasst habe in einem großen Video am Jahresende und ich hatte dann aus meiner Sicht zu wenig Zeit, um auf die einzelnen Bücher einzugehen. Deswegen möchte ich das dieses Jahr etwas anders machen. Und dann werdet ihr folgendes Buch auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Und zwar geht es um Das Archiv der Träume. Das Archiv der Träume von Carmen Maria Machado. Ein Titel aus dem Büchergilde-Programm. Wie gesagt, ein großes Highlight. Ich habe es auch gerade verliehen, weil sich jemand aus der Familie dafür interessiert. Ich bin gespannt, wie die Meinung am Ende ausfällt. Aber damit ist es kein Titel für diese Lese-Challenge. Dort geht es dann auch um folgendes Buch, nämlich den Regenroman von, ja, der Regenroman von Karin Duwe. Ich gehe jetzt davon aus, dass hier jetzt noch die beiden anderen Titel aus dem damaligen Büchergilde-Programm vorkommen. Karin Duwe Regenroman war einer davon und demnach ist auch das kein ungelesenes Buch. Ich werde euch auch das Büchergilde-Programm einmal verlinken. Also ich habe diese drei Bücher in einem extra Video besprochen. Das heißt, ich muss hier jetzt auch gar nicht mehr genau darauf eingehen. Regenroman war aber ein Buch, vor dem ich ein wenig Respekt hatte im Vorfeld, weil ich wusste, dass es sehr heftig ist. Denn der Inhalt spielt stark mit dem Ekel. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man es liest, ohne sich zu ekeln. Und das ist wahrscheinlich ein Gefühl, das viele beim Lesen nicht haben wollen. Von daher kann ich auch verstehen, dass sie einen großen Bogen um dieses Buch machen. Wenn ihr da aber neugierig seid, kann ich es euch empfehlen. Mir hat es zumindest gut gefallen. Auch das nächste Buch habe ich bereits gelesen und auch das habe ich mir nicht selber gekauft, sondern überraschenderweise zugeschickt bekommen. Ich bin nämlich seit kurzem Mitglied des Vereins der Hotlist. Das ist ein Buchpreis, der Bücher aus unabhängigen Verlagen prämiert. Und ich habe da einfach meinen Beitrag geleistet, hätte nicht damit gerechnet, dass ich dafür irgendetwas bekomme, aber ich habe tatsächlich ein Buch zugeschickt bekommen. Und zwar ist das Wir Sklaven, genau, Wir Sklaven von Suriname, ein Sachbuch, in dem es um die Sklaverei in Suriname geht, um ja, niederländische Kolonialgeschichte und die damit verbundenen Verbrechen. Ein sehr aufschlussreiches Buch, eines, das mich auch beim Lesen ganz schön mitgenommen hat, weil da wirklich unfassbare Gräuel beschrieben werden. Und auch dieses Buch habe ich schon gelesen. Ich habe dazu auch eine ausführliche Einzelrezension abgedreht, bei der ich mich unheimlich freuen würde, wenn ihr in dem Video mal vorbeischaut, weil es eben aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Buch ist über ein Thema, über das im Allgemeinen zu wenig gesprochen wird und wurde. Also da ist noch ganz viel Aufarbeitung nötig in Bezug auf diese ja, unrühmliche Geschichte. Und von daher ist es ein Buch, das mir am Herzen liegt und das für mich ebenfalls ein großes Lesehighlight war und ich euch uneingeschränkt empfehlen möchte, zumindest wenn ihr mit der Thematik umgehen könnt. Denn auch das erfordert wirklich
starke Nerven beim Lesen, aber auch das ist offensichtlich kein ungelesenes Buch. Und damit sieht es bisher schon mal ganz gut aus für die Challenge, würde ich sagen. Und das letzte Buch ist ein Rezensionsexemplar aus einem sehr kleinen und neuen Verlag aus Berlin, nämlich dem Trabanten Verlag. Es geht um Singe ich, tanzen die Berge von Irénée Sola. Auch das Buch habe ich schon rezensiert. Ist bei Rezensionsexemplaren auch recht wahrscheinlich. Ich werde euch auch hier die Einzelrezension mal verlinken, falls ihr neugierig seid auf dieses Buch. Das Buch hat gemeinsam mit anderen Titeln den Europäischen Buchpreis 2020 gewonnen und das war auch mit der Grund, weswegen ich mich über das Rezensionsexemplar sehr gefreut habe, weil ich einfach neugierig war, welche Art von Geschichten dort prämiert werden. Und es war eine sehr besondere Lektüre, bei der es mir unheimlich schwer fiel, das Buch vernünftig zu rezensieren. Ich würde das an dieser Stelle auch nur sehr schlecht hinbekommen. Deswegen empfehle ich euch auch hier, falls ihr neugierig seid auf diesen Titel, wie gesagt, in meiner Einzelrezension vorbeizuschauen. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das mit Sprache spielt, das sehr märchenhaft ist im Ton, sehr düster auch und gleichzeitig viel katalanische Kultur transportiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also mich hat es irgendwie beeindruckt, aber es war auch schwer zu greifen. Und wie gesagt, was das genau bedeutet, erkläre ich euch deutlich besser in der Einzelrezension. Also schaut da gerne vorbei, falls ihr neugierig seid. Und damit kommen wir in den April und da habe ich erstmal eine größere Buchbestellung getätigt, denn ich habe im April Geburtstag und in der Regel beschenke ich mich dann selbst mit Büchern. Ich habe also Bücher bestellt und ich habe euch dazu ein Unpacking abgedreht. Auch das verlinke ich euch wie immer sehr gerne in der Infokarte. Da sind insgesamt 8 Bücher bei mir eingezogen. Das hat also den normalen Rahmen meiner Neuzugänge massiv gesprengt. Ich habe davon auch, um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig viele Bücher gelesen. Ich glaube, das sind insgesamt nur 2 Stück von den 8, die ich gelesen habe. Da ist also definitiv noch Luft nach oben. Ihr werdet dann im Lesemonat Mai erfahren, welche Bücher das waren. Darüber hinaus sind aber auch noch andere Bücher bei mir eingezogen. Okay. Und das erste ist ein Geburtstagsgeschenk von meiner Mutter. Und zwar geht es um Monika Helfer. Okay, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen beruhigt. Das ist Löwenherz von Monika Helfer, auch schon gelesen. Aber bezüglich der Buchbestellung habe ich jetzt so meine Sorgen. Nur 2 Bücher zu dem Zeitpunkt gelesen. Natürlich ist seitdem auch noch mal ein gutes Jahr vergangen. Also vielleicht sieht es danach noch mal anders aus. Aber ja, das werden wir im Nachgang erfahren. Das heißt, ich werde nach diesem Video das Unpacking mit euch gemeinsam anschauen. Und jetzt bin ich erstmal gespannt, was noch regulär im April bei mir eingezogen ist. Das heißt aber schon mal, es gibt keine ungelesenen Neuzugänge aus dem März 2022. Ja, und dann habe ich mir noch ein E-Book besorgt, nämlich Oryx und Craig. Ups, da haben wir was. Oryx und Craig von Margaret Atwood. Ja, habe ich als E-Book. Und bei E-Books passiert es mir leider oft, dass ich sie nicht direkt lese. Also es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten bei den E-Books. Ich kaufe mir ein E-Book und ich fange es sofort an zu lesen. Oder ich kaufe ein E-Book und danach ist es nie wieder gesehen. Und ich muss durch so ein Video überhaupt darauf aufmerksam werden, dass ich es besitze, weil ich auf den E-Reader auch einfach nicht einfach so drauf gucke. Also entweder lese ich da gerade etwas oder ich bin auf der Suche nach einem E-Book, das ich kaufen möchte. Aber ich schaue mir nicht einfach so die digitale Bibliothek an, wie ich das jetzt hier zu Hause mache, dass ich mich auch mal vor mein Regal stelle, wo die ungelesenen Bücher stehen und einfach mal schaue, was es da noch so gibt und welches Buch ich als nächstes auswähle. Das passiert mir auf dem E-Reader nicht und aus dem Grund geraten E-Books gerne mal in Vergessenheit. Und das ist eines davon. Ich hatte ja in letzter Zeit ein wenig Pech mit den Büchern von Margaret Atwood. Weder die Zeuginnen noch Penelope haben mich begeistern können. Ich fand die beide eher nicht so gut. Und damit ist Der Reporter Markt bisher das einzige Buch von Margaret Atwood, das ich mochte. Und ich bin unheimlich gespannt, wo sich Oryx und Craig einordnet. Das ist der erste Teil einer dystopischen oder postapokalyptischen Reihe. Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich sehr stark verändert. Ich glaube, aufgrund einer Katastrophe. Und wir folgen eben Menschen, die sich in dieser zerstörten Welt zurechtfinden müssen. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt richtig im Kopf habe, aber das ist das, was mir gerade so spontan einfällt bei Oryx und Craig. Und ich mag ja Dystopien oder postapokalyptische Settings unheimlich gerne. Deswegen freue ich mich auf diese Reihe. Es wird aber sicher darüber entscheiden, wie ich weiter mit Margaret Atwood vorgehe. Also wenn mir Oryx und Craig ebenfalls nicht gefallen sollte, dann war es das wahrscheinlich mit Margaret Atwood und mir. Wenn es mir aber gefällt, werde ich natürlich Teil 2 und 3 dieser dystopischen oder postapokalyptischen Reihe lesen und dann mal schauen, wie ich weiter mit Margaret Atwood umgehe. Und damit sind wir jetzt im Mai angekommen und da habe ich noch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk bekommen, und zwar von meiner besten Freundin. Und zwar geht es um Jane Austen von ganzem Herzen.
Ja, Jane Austen von ganzem Herzen. Da geht es um die Briefe, die Jane Austen geschrieben hat. Ich habe mich sehr über dieses Geschenk gefreut, weil es so gut passt. Ich lese ja die Romane von Jane Austen regelmäßig, immer wieder. Also das sind so, ja, Lieblingsbücher, zu denen ich regelmäßig greife. Und wir, also meine beste Freundin und ich, haben auch die Verfilmung von Stolz und Vorurteil, ja, ziemlich zu Beginn unserer Freundschaft gemeinsam geschaut. Und auch das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und von daher passte das unheimlich gut. Ich habe es noch nicht gelesen und deswegen ist auch das eine, ja, sehr schöne Bereicherung für meine Leseliste. Ich freue mich darauf, das jetzt in Angriff zu nehmen und in Kürze zu lesen. Bin unheimlich gespannt, was da drin steckt und was ich vielleicht noch aus den Briefen über Jane Austen lernen kann. Ja, da freue ich mich sehr, dass das jetzt auf der Leseliste steht. Eigentlich hätte ich ja auch jederzeit dazu greifen können, aber das ist ganz oft so, dass ich dann irgendwie doch einen anderen Fokus habe, während ich die nächste Lektüre auswähle. Bestimmte Bücher immer irgendwie übergangen werden, ohne dass ich da einen genauen Grund für nennen könnte. Und das ist auch so eine Stärke dieser Challenge. Mir wird das Buch direkt präsentiert und ich packe es sofort auf meine Leseliste. Also das ist etwas, das für mich total gut funktioniert. Ich weiß, dass es vielen von euch ganz anders geht. Sobald ihr euch eine Liste macht mit Buchtiteln, dann wollt ihr exakt diese Bücher auf keinen Fall lesen, und bei mir ist es anders. Mir gibt das irgendwie Struktur und hat fast etwas Beruhigendes, dass ich nicht erst überlegen muss, welchen Buch ich jetzt greife und es dafür dann einen bestimmten guten Grund geben muss, sondern ich habe es einfach irgendwie auf meine Liste geschrieben und das reicht dann auch schon, das Buch zur Hand zu nehmen. Und dann habe ich gar nicht so sehr die Qual der Wahl, beziehungsweise mixe ich das ja. Also ich habe jetzt nicht nur die Leseliste, an der ich mich orientiere, wenn ich die nächste Lektüre auswähle. Aber es passiert oft abwechselnd, dass ich entweder einen Titel von der Leseliste nehme oder einen, den ich mir spontan aussuche. Und damit fahre ich bisher sehr gut. Und dann gab es noch Überraschungspost, ebenfalls aus dem Trabanten Verlag. Ja, der kleine Band Antikriegslyrik aus dem Trabanten Verlag. Ich glaube, ich hatte auch innerhalb des Videos gesagt, dass ich es in Kürze lesen werde. Und dreimal dürft ihr raten, das habe ich nicht getan. Das heißt, dieser schmale Lyrikband ist immer noch ungelesen. Da kann ich es mir etwas besser erklären, denn ich lese nicht besonders viel Lyrik und habe immer Zugangsschwierigkeiten mit dieser Form. Aus dem Grund waren dann eben andere Bücher für mich interessanter, wenn ich vor der Wahl stand. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde mir das Buch jetzt zumindest mal an den Nachttisch stellen und reinlesen. Es kann sein, dass es mich nicht erreicht, selbst bei diesem Thema. Denn ich denke, es ist aufgrund der Covergestaltung und auch des Titels klar, worum es in diesen Gedichten geht. Und ich würde mir wünschen, dass mich diese Gedichte erreichen, aber es könnte sein, dass das nicht passiert, weil ich einfach oft keinen Zugang zur Lyrik habe. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, ob es mir gefiel oder nicht, denn es landet jetzt auf der Leseliste. Ich hole euch übrigens gleich auch noch mal alle Bücher her, die jetzt noch ungelesen sind aus diesen Videos, und dann spreche ich auch noch mal ein paar Worte zu den Büchern, hol sie euch vor allem mal aus dem Regal, dass ihr sie auch wirklich mal seht, und entscheidet dann auch, bis wann ich sie gelesen haben muss, also wo auf meiner Leseliste ich sie einsortiere. Und damit kommen wir jetzt zu guter Letzt noch zu ein paar weiteren Batman-Comics, die bei mir im Mai eingezogen sind. Ich habe ja vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, in dem ich über meine Meinung zum aktuellen Batman-Kinofilm spreche, sowie ein paar Batman-Comics rezensiere. Und da wurden mir ganz großartige Kommentare mit weiteren Batman-Comic-Empfehlungen geschrieben, und einigen davon bin ich jetzt gefolgt. Zum einen ein weiterer Klassiker, würde ich mal sagen, nämlich Batman: The Dark Knight Returns von Uha. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Und da freue ich mich jetzt riesig, weil das bedeutet auch, dass Abwechslung auf meine Leseliste kommt und ich jetzt noch den einen oder anderen Comic, mal sehen, auf diese Liste schreiben kann. Das ist auf jeden Fall schon mal Kandidat Nummer 1, nämlich Batman: The Dark Knight Returns. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Austausch unterhalb meines Batman-Videos. Also ich hatte diese neue Verfilmung mit Robert Pattinson im Kino gesehen. Ich war unendlich begeistert davon, gerade von dieser sehr düsteren Stimmung, die ich unheimlich mochte. Und obwohl dieses Video nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil natürlich die allermeisten, die meinem Kanal folgen, wahrscheinlich nicht unbedingt Fans von Batman sind, habe ich mich sehr über den regen Austausch unterhalb des Videos gefreut. Also diejenigen, die genauso wie ich Batman lieben, haben natürlich ganz, ganz tolle Tipps unter dieses Video geschrieben und ihre eigene Meinung zum Film. Also das hat mich sehr gefreut und ich werde das natürlich auch immer wieder gerne weitermachen. Ich will den Film auch unbedingt jetzt nochmal schauen. Es ist jetzt ja ein Jahr her ungefähr und ich habe in letzter Zeit häufiger an die Verfilmung gedacht und will sie mir gerne nochmal anschauen. Bisher ist sie aber, glaube ich, noch auf keinem Streamingdienst verfügbar, zumindest keinen, den ich habe. Und demnach muss ich überlegen, ob ich irgendwo mal kurzfristig ein Abo abschließe oder mir den Film tatsächlich leihe oder kaufe.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber es ist definitiv ein Film, den ich jetzt gerne nochmal schauen möchte. Batman The Dark Knight Returns ist ein weiterer Comic-Klassiker aus dem Batman-Universum. Auch den hole ich euch im Anschluss nochmal her und dann spreche ich ein paar Worte dazu. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob noch weitere Comics auf meiner Leseliste landen. Auch der nächste Comic war eine Empfehlung und sollte meinen Geschmack eigentlich treffen. Es geht um The Killing Joke. The Killing Joke habe ich bereits gelesen, erst vor kurzem. Das ist also kein Buch für die Challenge, aber auf jeden Fall eine große Comic-Empfehlung, denn der hat mich ziemlich umgehauen, gerade auch, weil er sehr viel düsterer war, als ich angenommen hätte. Das waren richtige Horrorelemente, die da drin steckten. Und damit hat mich der Comic an der einen oder anderen Stelle völlig überrascht und insgesamt ist es von vorne bis hinten unheimlich stark und gut durchdacht. Also auch ein Comic, der sehr viel Spaß macht, weil die einzelnen Bilder so klug konzipiert sind. Also da läuft ein ganzer Film ab in meinem Kopf, wenn ich diesen Comic lese. Eine große Empfehlung von mir, aber nichts für diese Lese-Challenge. Und damit kommen wir zum letzten Comic und einem Fehlkauf. Ich muss mich wirklich mal beschweren. Ich finde es unheimlich schwierig, die richtige... Ja, das war wirklich ein Martyrium, aber ich habe es am Ende geschafft. Auf jeden Fall habe ich hier noch die falsche Version von Batman Hush bestellt. Ich habe es dann irgendwann geschafft, den Sammelband zu bestellen, den englischen Sammelband und die Geschichte dann auch vernünftig zu lesen. Aber an diesem Punkt war ich der Lösung noch nicht nah und habe mich demnach ein bisschen beschwert. Aber das ist auch ein Comic, den ich bereits gelesen habe, auch absolut großartig fand. Also das wäre für mich sogar einer der Comics, die gut zum Einstieg geeignet sind, weil die so umfänglich sind, weil so unheimlich viele Figuren aus dem Universum vorgestellt und eingeführt werden und es sehr viel Spaß macht, den zu lesen. Von daher hat sich das hin und her mit dem Bestellen der richtigen Ausgabe am Ende noch gelohnt. Also der Comic war es wert, dass so viel Aufwand dahinter steckt. Und es war ja auch meine eigene Dummheit, dass ich es irgendwie nicht hinbekommen habe, die richtige Ausgabe zu finden. Ich habe es am Ende geschafft und nicht bereut. Und demnach war das jetzt kein weiterer Titel für die Lese-Challenge. Und damit bleibt es jetzt erstmal bei den vier Büchern. Also Oryx und Craig, Antikriegslyrik von ganzem Herzen und Batman The Dark Knight Returns, das waren jetzt die vier Titel aus diesem Video. Und wie bereits erwähnt, hatte ich eben noch eine Buchbestellung im April, wo ich mir selbst Bücher zum Geburtstag schenkte und von denen zumindest zum Zeitpunkt des letzten Neuzugänge-Videos erst zwei gelesen waren. Von 8 Büchern habe ich, glaube ich, gesagt. Mal sehen, was mit den letzten 6 passiert ist, also ob ich sie mittlerweile gelesen habe oder nicht. Das Video schauen wir uns jetzt auch noch an. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und einem gemeinsamen Unpacking. Ich bin gerade super aufgeregt, weil ich habe heute Morgen 2 Buchpakete in die Hand gedrückt bekommen. Ich habe mir nämlich für meinen Geburtstag Bücher bestellt. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht lange um den heißen Brei herum. Das sind die beiden Pakete, die ich bekommen habe. Eins davon, das was oben liegt, ist von der Büchergilde. Das darunter ist von meiner lokalen Buchhandlung. Auch abseits meiner Rolle als Büchergilde-Botschafterin verfolge ich das Programm der Büchergilde sehr genau. Und natürlich kann ich mir nicht jedes Mal alle Bücher aussuchen, die ich auch gerne lesen würde, wenn ich ein neues Programm vorstelle. Und aus dem Grund sammelt sich auch da auf meiner Merkliste das ein oder andere an. Ich glaube, ich weiß, was sonst kommt. Und jetzt habe ich mal wieder eine Bestellung getätigt. Ich habe insgesamt 3 Bücher bestellt. Und die zeige ich euch jetzt. Es gab zusätzlich dazu auch eine Osteraktion, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, über einen bestimmten Bestellwert bekam man noch ein Notizbuch gratis dazu. Die Bücher sind leider alle in Plastik eingepackt. Ich werde die jetzt mal von der Plastikfolie befreien, damit ihr das in der Kamera ein bisschen besser erkennen könnt. Und dann zeige ich euch die einzelnen Titel. So, ich habe die Bücher jetzt von ihrer Plastikfolie befreit und ich beginne nochmal mit dem Notizbuch. Ich glaube, das ist jetzt weniger interessant. Ich werde mal weiterspringen, aber mir ist gerade so ein Anflug von Erinnerung gekommen und wenn ich mich nicht völlig täusche, dann ist kein einziges dieser Bücher gelesen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Bestellung. Mal gucken, ob es sich bewahrheitet. Und damit komme ich jetzt zu den bestellten Romanen. Der erste ist Wenn ich wiederkomme von Marco Balzano. Wenn ich wiederkomme von Marco Balzano. Sein Roman Ich bleibe hier hatte ich mir mal im Rahmen einer Büchergilde-Programmvorstellung ausgewählt und sehr gemocht. Das war auch der Grund, weswegen ich diesen Titel im Auge hatte, zumal ich die Thematik unheimlich interessant fand und demnach habe ich es bestellt. Leider habe ich es bisher nicht gelesen und damit ist das schon mal der erste Titel, der auch aus dieser Buchbestellung auf der Leseliste landet. Und damit bin ich jetzt schon bei 5 ungelesenen Büchern in dieser Folge der Rache des Sub. Und ich fürchte, wie gesagt, dass auch die anderen Titel, die ich dir aus der Büchergilde bestellt habe, bisher noch ungelesen sind. Ich hoffe, dass das zumindest nicht auch noch für all die Bücher gilt, die ich mir darüber hinaus bestellt habe. Aber ja, das hier ist erstmal nächster Kandidat und ich werde nachher noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, worum es in dem Buch geht.
Jetzt muss ich mich aber erstmal beruhigen, indem ich weiterschaue und gucke, was da noch kommt. Das nächste Buch ist eines, bei dem ich mich jetzt schon mal vorab für meine schreckliche französische Aussprache entschuldigen muss. Und zwar ist es von Maurice Leblanc. Ja, ich habe es befürchtet. Ich hatte diese beiden Bücher in meinem Kopf nämlich auch irgendwo verbunden. Das heißt, mir war schon klar, dass das jetzt auch noch kommt. Und ich weiß auch, dass ich es noch nicht gelesen habe. Das ist, soweit ich informiert bin, die Romanvorlage für die Netflix-Serie, in der es um den Gentleman-Gauner Arsène Lupin geht. Und ich war einfach neugierig darauf, weil das nach einer ganz spannenden und ungewöhnlichen Kriminalgeschichte klingt. Ich weiß allerdings wenig über die Geschichte. Ich habe auch die Serie nicht geschaut. Es war, glaube ich, bei mir eingezogen, weil ich es auch nochmal bei Ilke von Buchgeschichten gesehen habe. Sie hat das Buch besprochen und mochte es, soweit ich weiß. Und ich lese ganz gerne von Figuren, die sich vielleicht nicht unbedingt ans Gesetz halten, aber die eigene moralische Regeln haben, denen sie folgen und deren Taten vielleicht auch nicht so hundertprozentig schlecht sind oder bei denen es zumindest sehr viel Ambivalenz gibt. Und das klang für mich nach einer solchen Geschichte. Bisher hatte ich keine Lust darauf, deswegen ist das Buch noch ungelesen, aber jetzt landet es auf der Leseliste und wird gelesen, ich denke mal in diesem Jahr noch. Und dann kann ich euch berichten, ob das Buch hält, was es verspricht oder was ich mir davon verspreche. Und das letzte Buch aus der Büchergilde-Bestellung war für mich dann Okay, zumindest das habe ich schon mal gelesen. Das war Reisen in die Ukraine und nach Russland von Josef Roth, den ich bescheuerterweise in meinem Neuzugänge-Video als Joseph Roth beschrieben habe, obwohl er Österreicher ist. Das war reichlich peinlich. Zum Glück wurde ich in den Kommentaren darüber aufgeklärt und konnte mich dann in den kommenden Videos korrigieren und entschuldigen. Das ist ein Reisebericht, der auch in der Büchergilde Unterwegs-Reihe erschien, den ich auch bereits gelesen habe, der mich leider nicht besonders überzeugen konnte, nachdem ich ja schon einige Bücher aus der Reihe las, die mir wirklich gut gefielen, war das leider eine kleine Enttäuschung. Aber für mich bin ich gerade unheimlich froh, dass es zumindest kein weiterer Titel für die Leseliste ist. Und damit kommen wir jetzt zu dem Paket aus meiner lokalen Buchhandlung. Ich hoffe, dass die Bücher alle unversehrt sind. Ich hatte da schon das ein oder andere Mal ein bisschen Pech. Aber das sieht auf den ersten Blick gut aus und ich freue mich riesig. Ich habe hier zum einen die Folgebände zu William Gibsons. Ja, eine absolute Erfolgsgeschichte. Die beiden Fortsetzungen zu William Gibsons Neuromancer, eine Reihe, die ich erst vor kurzem komplett abbrach. Also Neuromancer habe ich gelesen, dann habe ich Count Zero begonnen und kam überhaupt nicht klar mit dem Schreibstil. Der war auch schon bei Neuromancer problematisch. Also nicht nur der Schreibstil, eigentlich auch die ganze Konstruktion der Geschichte. Man hatte es als Leser wirklich schwer, dem Ganzen zu folgen und zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert und wo der rote Faden ist. Und bei Count Zero war mir das dann gar nicht mehr möglich. Ich hatte ja große Selbstzweifel beim Lesen dieser Bücher, ob es an mir liegt oder ob auch der Originalstoff schon so unzugänglich ist. Und mir wurde zum Glück in den Kommentaren versichert, dass das tatsächlich dem Original entspricht. Es liegt also nicht an einer schlechten Übersetzung oder an einer doofen Ausgabe. So hat William Gibson diese Geschichte geschrieben und das ist wirklich schwer zu verstehen. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, weil ich eigentlich der Überzeugung bin, dass das Geschichten sind, die mir unheimlich gefallen müssten, weil sie Science-Fiction sind, weil sie innerhalb der Science-Fiction aus dem Cyberpunk-Genre kommen und mich das unheimlich anspricht und interessiert, weil ich an sich auch technikaffin bin und mir technische Dinge auch gut vorstellen kann, wobei man hier natürlich auch berücksichtigen muss, er stellt sich Technologie vor, die so nie entwickelt wurde und die natürlich komplett der Fantasie entspringt. Aber natürlich sind gewisse Dinge, die er hier schon sehr früh beschreibt, so ähnlich zumindest auch Realität geworden. Und das, finde ich, macht auch dieses Genre immer so interessant und bereichernd. Sich also vor Augen zu führen, welche visionären Vorstellungen Autoren zu dieser Zeit hatten und wie nah die tatsächlich an unsere heutige Realität heranreichen oder eben auch nicht. Aber ich hatte unheimlich große Schwierigkeiten damit, die Geschichte, also den Plot, die Handlung zu verstehen und habe dann irgendwann aufgegeben. Das heißt, hier seht ihr die beiden Folgebände noch, aber ich werde sie niemals lesen. Count Zero habe ich abgebrochen und Mona Lisa Overdrive werde ich gar nicht erst lesen, weil ich es mir wirklich nicht zutraue. Und ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich damit umgehen werde, ob ich es einfach dabei belasse, weil Neuromancer ist sicherlich auch der bekannteste Titel aus der Reihe und derjenige, der wegweisend war und auf den ganz, ganz viele Science-Fiction-Klassiker auch heute noch referenzieren oder dessen Einfluss in heutigen Videospielen noch erkennbar sind oder in Filmen. Und damit habe ich mehr oder weniger die Wissenslücke geschlossen und diesen
Meilenstein gelesen, aber mehr wird für mich nicht daraus und das muss ich akzeptieren, aber diese beiden Titel landen damit auch nicht auf meiner Leseliste. Mir fällt gerade auf, dass ich die Bestellung schon wieder mit Science Fiction überschreiben könnte, es war mir gar nicht so bewusst beim Bestellen, aber auch das nächste Buch fällt in dieses Genre. Ich habe mir nämlich ein weiteres Buch von Stanislaw Lem bestellt. Also das ist jetzt doch eine ziemlich harte Folge, muss ich sagen. Also wir haben schon das nächste Buch, das auf der Leseliste landet und das ist Sterntagebücher von Stanislaw Lem. Ein Buch, auf das ich mich auch absolut freue, aber es sind jetzt halt schon einige Titel, die noch ungelesen sind. Und es war letztlich zu erwarten, denn natürlich rücke ich jetzt auch so langsam vor. Wir sprechen jetzt hier über Neuzugänge aus April 2022. Das ist noch über ein Jahr her. Aber die Zeitspanne, die ich zum Lesen dieser Bücher habe, bevor sie hier in dieser Challenge wieder auftauchen, verkürzt sich jetzt mit jeder Folge die Rache des Sub, die ich drehe. Und es ist langsam spürbar. Und dadurch ist die Gefahr, dass noch einige der Bücher ungelesen sind, mit jedem Mal höher und ich muss schauen, wie ich damit umgehe, aber auf jeden Fall ist das leider ein weiterer Titel, der auf der Leseliste landet. Und damit kann ich mir vorstellen, dass ich mit den noch ungelesenen Büchern auch den Rest der Leseliste für dieses Jahr füllen werde und ich da gar keinen Platz mehr für etwas Neues habe, insbesondere wenn es hier noch nicht zu Ende ist und es noch mehr ungelesene Bücher aus diesem Video gibt. Wir schauen mal weiter. Das nächste Buch wird euch jetzt nicht überraschen, falls ihr meinen Lesemonat März bereits gesehen habt. Und zwar ist es der dritte Teil von Frank. Ja, habe ich auch noch nicht gelesen. Das heißt, das ist jetzt, glaube ich, Buch Nummer 8. Der dritte Teil des Wüstenplaneten-Zyklus, also Teil 3 der Reihe von Frank Herbert. An dem Punkt bin ich auch angekommen, also ich habe den zweiten Teil gelesen, der dritte ist noch ungelesen und deswegen ist es ein Kandidat für diese Leseliste. Ich lasse Reihen ja nicht aus, sie sind ein ganz normaler Teil dieser Challenge und damit heißt es auch, ich werde in Kürze endlich mal weitermachen mit der Reihe von Frank Herbert, freue mich auch an sich darauf. Ihr wisst ja, dass ich ein riesiger Fan von Dune bin und ich bin auch in letzter Zeit sehr überrascht davon, dass meine Rezension zum ersten Teil nochmal so häufig geklickt wird. Also ich glaube, gerade wird viel nach Dune gesucht, vermutlich auch, weil der Kinostart des zweiten Teils verschoben wurde aufgrund des Schauspielerstreiks in Hollywood. Eine Nachricht, die mich persönlich sehr traurig gemacht hat, weil ich den ersten Teil ja großartig fand. Ich fand, das war ein absolutes Meisterwerk und ich freue mich unheimlich auf den zweiten. Und jetzt muss ich eben etwas mehr Geduld aufbringen, als ich eigentlich dachte. Ich habe aber ja auch noch das Buch zum Film da. Das war ja Teil meiner letzten Folge, Die Rache des Sub. Also da tauchte das Buch auf und ist ein Lesekandidat für die Challenge. Und das heißt, ich kann über das Buch zum Film auch nochmal in die Welt einsteigen und kann jetzt eben auch den dritten Teil der Reihe lesen. Also ich glaube, damit bin ich entschädigt für dieses Jahr und kann mich dann auf den Kinostart des zweiten Teils freuen. Aber so langsam reicht's mir, das kann ich schon mal sagen. Also ich möchte jetzt bitte nicht noch zwei Bücher hier auf meiner Leseliste haben, denn das ist schon jetzt eine ganz schöne Herausforderung. Denn es passieren ja noch andere Dinge in dieser zweiten Jahreshälfte und ich möchte auch noch neben meiner Challenge Bücher lesen. Ich habe mir ja auch noch andere Leseziele gesetzt, in die diese Bücher nicht unbedingt hineinzahlen. Von daher muss ich nachher wirklich mal überlegen, wie viel Zeit ich mir jetzt für diese hier noch ungelesenen Bücher nehme. Aber jetzt schauen wir erstmal, was hier noch kommt. Ja, und damit kommen wir schon zum letzten Buch aus der Bestellung leider. Und das ist eins, auf das ich mich auch riesig gefreut habe, nämlich Die Wut, die bleibt. Okay, das letzte Buch aus der Bestellung ist gelesen. Und damit habe ich das Ende dieser Folge erreicht und bin unheimlich froh darüber, denn das hat jetzt doch Ausmaße erreicht, mit denen ich nicht so ganz zufrieden bin. Also es ärgert mich auch ehrlicherweise, dass doch noch so viele von diesen Neuzugängen ungelesen sind. Das heißt nämlich, dass ich hatte ja schon Folgen, wo ich mehr oder weniger alle Bücher gelesen hatte und das sind natürlich die Folgen, die mir auch persönlich viel Spaß bereiten, weil es bedeutet, dass ich meine Neuzugänge besser im Griff habe, beziehungsweise dass ich mir wirklich Bücher kaufe, die ich unheimlich gerne lesen möchte und dann liegt es in der Natur der Sache, dass sie vermutlich ein Jahr später nicht mehr ungelesen sind. Wenn es jetzt wieder Neuzugänge gibt, bei denen einige der Titel ungelesen sind, dann wollte ich sie vielleicht doch nicht so dringend lesen, wie es mir im Moment der Bestellung vorkam. Und das ist immer etwas, was mir zu denken gibt und etwas, bei dem ich hoffe, dass es immer seltener passiert. Und ja, ein solches Video konfrontiert einen damit, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Das waren also die beiden Neuzugänge-Videos, die ich mir mit euch anschauen wollte und jetzt
hole ich euch die bisher noch ungelesenen Titel einmal her und entscheide, bis wann ich sie gelesen haben möchte. Das erste Buch auf der Leseliste kann ich euch nicht in die Kamera halten, weil es ein E-Book ist. Es geht um Oryx und Craig von Margaret Atwood. Das ist der erste Band einer dreiteiligen Dystopie-Reihe. Der erste Band erschien 2003 und wir begleiten mehrere Personen in einem postapokalyptischen Setting. Es gab eine große Katastrophe, die vermutlich mit dem Klimawandel zu tun hat. Also es wird beschrieben, dass Ende des 21. Jahrhunderts die Polkappen geschmolzen sind und zum Beispiel Bereiche wie New York komplett überflutet sind. Es gibt nur noch wenige Regionen, in denen Menschen überlebt haben. Und wir begleiten eben einige Personen, die sich in dieser zerstörten Welt zurechtfinden müssen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich hatte in der letzten Zeit ein bisschen Pech mit den Büchern von Margaret Atwood. Sie konnten mich leider nicht überzeugen und deswegen setze ich große Hoffnungen in Oryx und Craig und in diese gesamte Matt Adam-Reihe. Denn sie hat erstmal alles zu bieten, was ich grundsätzlich mag. Ich liebe Dystopien oder Postapokalypsen. Ich mag diese Art von Setting. Ich mag diesen Überlebenskampf. Ich mag es auch mir vorzustellen, wie sich unsere Welt verändern könnte nach einer solchen Katastrophe und wie Menschen und Gesellschaft damit umgehen. Von daher, ja, bin ich erstmal aufgeschlossen und unvoreingenommen und versuche, meine schlechten Erfahrungen mit der Autorin beiseite zu schieben und dieser Reihe eine Chance zu geben und werde euch natürlich auch berichten, ob sie mich begeistern konnte oder nicht. Also zumindest dieser erste Teil und wenn ja, dann werde ich sicherlich auch direkt weitermachen mit der Reihe. Ebenfalls noch ungelesen ist dieser schmale Lyrikband Antikriegslyrik, Gedichte für den Frieden, erschienen im Trabanten Verlag. Es wurde durch den Berliner Lyriker und Verleger Fabian Leonhardt dazu aufgerufen, unter dem Hashtag Antikriegslyrik eben Gedichte gegen den Krieg und für den Frieden zu schreiben und die sind jetzt in diesem Buch versammelt. Ich gehe also auch davon aus, dass man diese Gedichte finden kann, wenn man nach dem Hashtag googelt, vermutlich auf Twitter oder wie auch immer die Plattform jetzt heißt. Die Herausgabe dieses Buches diente in erster Linie dem guten Zweck, denn ich meine, mit jedem verkauften Exemplar dieses Bandes wurden Spenden generiert, die dann eben den Betroffenen des Angriffskrieges zugute kamen und das ist natürlich eine sehr löbliche Aktion. Ich nehme die Challenge gerne zum Anlass, endlich in dieses Buch hineinzulesen und wer weiß, vielleicht ist ja tatsächlich das ein oder andere Gedicht dabei, das mich anspricht oder begeistert oder irgendetwas in mir auslöst. Das ist ja eigentlich mein größtes Problem mit der Lyrik. Irgendwie ist da wie so eine Barriere. Ich habe keinen Zugang oder es löst nichts in mir aus. Das ist eigentlich das größte Problem, das ich mit Lyrik habe. Mal sehen, ob es mir hiermit genauso ergeht oder ob das eine Ausnahme ist. Ihr werdet es dann jedenfalls im Lesemonat sehen, sobald ich es gelesen habe. Ich muss ja noch entscheiden, bis wann ich es gelesen haben möchte. Als nächstes das Geburtstagsgeschenk von meiner besten Freundin, Jane Austen von ganzem Herzen. Das sind eben Briefe von Jane Austen und das Ganze ist auch illustriert und wunderschön gestaltet, wie ihr seht. Passend zu der Zeit, in der Jane Austen lebte. Das ist ja auch eine, mit der ich mich sehr gerne beschäftige. Ich schaue ja unheimlich gerne auch englische Historien, Filme und Serien oder lese entsprechende Bücher aus dieser Zeit. Von daher habe ich ein ganz gutes Gefühl davon, wie die Gesellschaft zu dieser Zeit funktioniert hat, wie die Kleidung war und wie die gesellschaftlichen Konventionen so aussahen. Und ich fühle mich immer wieder wohl, wenn ich in diese vergangene Welt abtauche, auch wenn ich in keinster Weise sagen möchte, dass da alles besser war. Ganz im Gegenteil, es gab wirklich ganz furchtbare gesellschaftliche Regeln und gerade die Klassenunterschiede und wie die gelebt wurden im Alltag finde ich ganz furchtbar. Aber es gibt auch einige Dinge, die in mir so eine Art Sehnsucht auslösen, insbesondere wenn es um die Wertigkeit von Produkten geht, also dass zum Beispiel noch kein Plastik existierte, dass Kleidung eine ganz andere Qualität hatte und solche Dinge gefallen mir unheimlich gut an dieser Zeit und wenn ich darüber lese, habe ich da wie gesagt so ein Gefühl von Sehnsucht irgendwie. Ich würde gerne mal in diese Zeit zurückspringen und die Natur sehen, so wie sie zu der Zeit war, so unberührt. Ich würde auch gerne eine Welt erleben, in der sehr viel weniger Menschen leben, als es heute der Fall ist und ja, das ist sowas, was mich immer wieder dahin zieht. Und ich finde, dass Geschichte auch immer erlebbar wird durch Briefe aus jener Zeit oder eben Bücher aus jener Zeit. Und dadurch, dass hier die Briefe von Jane Austen abgedruckt sind, sicherlich ausgewählt und eingeleitet, so wie das hier auch steht, freue ich mich einfach unheimlich auf diese Art nochmal in die Lebensrealität von Jane Austen abzutauchen, die ja auch Inspiration war für ihre tollen Romane, die für mich ja ganz, ganz wichtig sind und die ich unheimlich gerne mag.
Von daher freue ich mich sehr auf die Lektüre. Als Abwechslung habe ich dann hier den Batman-Comic, den ich euch gezeigt habe, also Batman The Dark Knight Returns von Frank Miller. Wie erwähnt, ein Klassiker aus dem Batman-Universum, wieder einer, der aus den 80ern stammt. Und bin natürlich sehr gespannt zu erfahren, warum dieser Comic so einflussreich war, warum er als großer Klassiker gilt und so viele weitere Werke inspiriert hat. Wenn ich es richtig verstehe, ist Batman hier bereits in Rente, also eigentlich nicht mehr aktiv. Heißt natürlich nicht, dass er alt ist, aber er hat sich auf jeden Fall aus dem Metier zurückgezogen, muss aber dann feststellen, dass er weiterhin gebraucht wird, weil die Kriminellen in Gotham City ein neues Level erreicht haben in Bezug auf die Brutalität ihres Vorgehens und dass Gotham City wirklich massiv darunter leidet. Und dann, ja, geht er vermutlich zurück und versucht, das Verbrechen zu bekämpfen. Es gibt hier wohl auch einen neuen Robin an seiner Seite, in dem Fall eine Frau. Auch da bin ich total gespannt, wie das gelöst ist. Und vor allem auch auf die Rollenbilder, denn bei Comics aus den 80ern ist das nicht immer in meinem Sinne oder es ist einfach noch ein komplett anderer Zeitgeist, der da drin steckt. Sollte man natürlich auch immer berücksichtigen und nicht mit heutigen Augen beurteilen, aber es ist natürlich, oder es hat Einfluss darauf, wie sehr ich eine Geschichte genießen kann oder eben auch nicht. Das ist ja auch mit ein Grund, weswegen ich die modernen Comic-Adaptionen deutlich besser finde oder sie mir in der Regel besser gefallen, weil ich mich darin viel besser aufgehoben fühle. Aber ja, ich bin neugierig, freue mich darauf und bin vor allem froh, dass mit einem Comic auch ein bisschen Abwechslung auf die Leseliste kommt. Dann habe ich hier den ersten ungelesenen Titel aus der Büchergilde-Bestellung, nämlich Wenn ich wiederkomme von Marco Balsano. Und in diesem Buch geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um Pflegekräfte, die vorwiegend aus Osteuropa kommen und in Deutschland arbeiten. Auch bei meiner Tante war es so, dass sie bis vor ihrem Tod zu Hause von einer osteuropäischen Pflegekraft gepflegt wurde. Und die wohnen ja ganz oft für die Zeit, die sie arbeiten, dann auch bei den Pflegebedürftigen im Haus oder in der Wohnung, um sie direkt versorgen zu können und auf alles zu reagieren, was da so passiert. Das bedeutet aber natürlich auch, dass sie fernab ihrer Heimat sind, dass sie oft ihre Familie zurücklassen in ihrem Heimatland und dass sie dann rund um die Uhr nichts anderes tun, als zu arbeiten, ohne wirklich ein Privatleben in Deutschland zu haben. Natürlich tun sie das, weil sie gut verdienen im Vergleich zu dem, was in ihrer Heimat möglich ist und sie mit diesem Geld auch ihre Familie versorgen können. Aber es ist natürlich auch ein großer Drahtseilakt und auch eine große Belastung für die Familie in der Heimat. Denn gerade wenn diese Mütter auch Kinder zurücklassen, ist das für beide Seiten, also sowohl die Kinder als auch die Mütter, natürlich eine ganz große Herausforderung und Belastungsprobe. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir natürlich auch auf diese Pflegekräfte angewiesen sind. Und ich bin gespannt, welche Aspekte in dieser Geschichte eine Rolle spielen und wie tief Marco Balsano auch in dieses Spannungsfeld eindringt mit der Geschichte. Ich freue mich unheimlich auf die Lektüre, weil ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist und ich bin unheimlich gespannt, ob das auch literarisch Spaß macht. Ich habe ja von ihm Ich bleibe hier gelesen, was mir eben insbesondere auch von der Erzählform her und dem Spannungsverlauf unheimlich gut gefiel und deswegen hoffe ich, dass sich das in diesem Buch wiederholt. Das zweite ungelesene Buch aus der Büchergilde-Bestellung ist dann Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner von Maurice Leblanc. Das sind mehr oder weniger 9 Geschichten oder 9 Fälle von Arsène Lupin. Also Fälle würde man jetzt bei einem Kriminalroman sagen, aber in dem Fall ist es ja die andere Seite. Also es gibt wahrscheinlich 9 Geschichten, in denen Arsène Lupin irgendetwas in seinen Besitz bringen möchte und dafür allerhand Tricks anwendet. Er ist ja als Gentleman-Gauner bekannt, weil er ein Meister der Verkleidung ist und weil er es irgendwie schafft, durch seine rhetorischen Fähigkeiten alle von sich zu überzeugen und seine eigentlichen Beweggründe zu verschleiern. Und ich schätze mal, dass das sehr amüsant und lustig aufgemacht ist. Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, hin und wieder mal eine dieser Geschichten dazwischen zu schieben, wenn ich ansonsten eher schwermütige Lektüre lese und ich dann eine Abwechslung brauche oder etwas, das mir gute Laune macht zwischendurch. Allerdings habe ich das nicht getan. Vielleicht sollte ich das Buch zu diesem Zweck auch einfach mal an meinen Nachttisch stellen, damit ich einfach dazu greifen kann. Ich bin jedenfalls gespannt darauf, wie das geschrieben ist, wo das sprachliche Niveau liegt. Ich habe so gar keinen Anhaltspunkt und möchte mich darauf einlassen. Von daher, ja, freue ich mich auch auf diesen Kandidaten. Damit kommen wir zu Stanislaw Lems Sterntagebücher. Wie der Name schon sagt, das ist ein bisschen in Tagebuchform gehalten oder als Logbuch, wie man ja auch oft in der Science-Fiction sagt. Wir begleiten den Raumfahrer Ion Tichy und der erzählt eben in diesem Tagebuch- oder Logbuchformat von seinen abenteuerlichen Reisen durch das Universum und dem, was er da so erlebt. Und ich weiß ja nun so ein bisschen aus
Solaris, wie Stanislaw Lem schreibt, und ich mochte das unheimlich gern. Damit hat er mich komplett begeistert und es war auch der Grund, weswegen ich unbedingt mehr von ihm lesen wollte. Und ich habe ja eine Biografie über Stanislaw Lem gelesen, in der ich auch noch mehr Lust auf sein Werk bekam, weil er einen sehr sarkastischen Humor hat, weil er unheimlich viel philosophische Gedanken in seiner Science-Fiction verarbeitet und das alles unheimlich klug ist und man auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund von Stanislaw Lem in all seinen Geschichten spürt. Und aus dem Grund freue ich mich auf die Sterntagebücher, auf Ion Tichy. Ich weiß nicht, was er für ein Typ ist und was ihm da alles so widerfährt im Universum, aber ich bin auf jeden Fall bereit für diese abenteuerliche Reise und hoffe, dass mir das Buch gut gefällt. Es ist natürlich ein bisschen dicker, ich werde etwas mehr Zeit dafür einplanen müssen, weil ich auch nicht weiß, ob es mir wirklich Spaß macht, es von vorne bis hinten an einem Stück zu lesen oder ob ich zwischen den einzelnen Reisen auch mal eine Pause einlegen möchte, um zu etwas anderem zu greifen. Deswegen denke ich eher, dass es nicht eines der Bücher sein wird, das ich als erstes lese, aber ich werde euch ja gleich nochmal genauer erklären, welche Zeitspanne ich mir für diese Bücher hier vornehme. Und damit kommen wir zum letzten Buch und das ist der dritte Teil der Dune-Reihe von Frank Herbert oder der Wüstenplanet-Reihe und zwar Die Kinder des Wüstenplaneten. Auch hier scheint wieder eine größere Zeitspanne vergangen zu sein zwischen dem Ende des zweiten Teils und dem Beginn dieses dritten Teils. Und diese teilweise sehr massiven Zeitsprünge sind mir schon im ersten und zweiten Teil aufgefallen und offensichtlich geht es so weiter. Ich habe das Gefühl, dass Frank Herbert damit Bereiche oder Passagen auslässt, die aus einer Sicht nicht besonders interessant sind für die gesamte Geschichte und wahrscheinlich stimmt es auch, weil es hier halt wirklich um eine riesige Zeitspanne geht in dieser Reihe und man sonst einfach nie zu diesem Ende käme. Aber ich finde, dass er oftmals auch Dinge überspringt oder auslässt, die ich interessant fände oder wo ich mich frage, was da genau passiert ist, um die Figuren so vorzufinden, wie zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte wieder einsteigt. Und ich bin gespannt, wie mir das mit diesem dritten Teil ergeht. Ich werde natürlich nicht mehr besonders viel über den Inhalt dieses dritten Teiles erzählen können, weil ich euch einfach nicht spoilern möchte, falls ihr die Reihe noch entdecken möchtet. Ich bin aber einfach froh, dass ich für mich jetzt weitermache, weil wenn ich es zu lange liegen lasse, dann habe ich immer Sorge, dass ich nicht mehr so richtig in die Geschichte reinkomme oder zu viel vergessen habe, was in den ersten zwei Teilen passiert ist. Von daher freue ich mich, dass die Challenge mich an das Fortführen der Reihe jetzt erinnert und ich hiermit weitermachen kann. Und damit ist es jetzt an mir zu entscheiden, was ich bis wann gelesen haben möchte. Und wie gesagt, die Leseliste beginnt mit dem September. Das heißt, für September habe ich aktuell noch kein Buch auf der Liste stehen, das irgendwie von der Challenge kommt. Und demnach beginne ich natürlich auch mit dem September. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass es wieder Buchpreiszeit ist. Also September und Oktober sind bei mir so Monate, in denen ich den Deutschen Buchpreis doch recht intensiv belese. Und damit kommen eben ganz viele Bücher von der Seite rein und wollen gelesen werden. Und da bleibt dann auch gar nicht so viel Zeit, um die zu lesen, weil es aus meiner Sicht nur im Rahmen des Buchpreises wirklich Sinn ergibt, die Nominierten zu lesen. Aus dem Grund will ich mir für diesen Zeitraum gar nicht so viele andere Bücher vornehmen, damit ich genug Flexibilität habe. Ich habe also die Idee, dass ich für meine Leseliste September zwei Titel nominiere, nämlich Oryx und Craig sowie Hashtag Antikriegslyrik. Der Lyrikband ist natürlich super schnell gelesen und bei Oryx und Craig kann ich mir vorstellen, dass es als E-Book für mich nebenbei ganz gut funktioniert. Und damit habe ich mir nur zwei Titel von der jetzt Leseliste für September vorgenommen, was eigentlich recht wenig ist dafür, dass ich so viele ungelesene Titel gezogen habe in der Folge, aber das berücksichtigt eben die Zeitspanne des Deutschen Buchpreises. Und beim Oktober ist es eigentlich ähnlich, also da geht der Buchpreis ja noch bis Mitte Oktober und das heißt, in dieser ersten Hälfte werde ich vermutlich auch noch viel Buchpreisbezogenes lesen. Ich habe im Oktober aber auch Urlaub, das heißt, ich würde mir für den Oktober drei Bücher aussuchen, wobei ich glaube, dass ich mehr schaffe, aber ich will mir da nicht zu viel vornehmen, wenn doch etwas dazwischen kommt. Ich werde ja auch wieder in Frankfurt sein, auf der Frankfurter Buchmesse und ich nehme mir zwar immer vor, dort zu lesen, aber oftmals komme ich überhaupt nicht dazu und dann vergeht eine Woche komplett, ohne dass ich lese und ich will da nicht den Druck haben, das in meinem Urlaub irgendwie nachholen zu müssen, wenn ein solcher Druck ja eigentlich völlig unnötig ist. Das heißt, ich würde gerne im Oktober von ganzem Herzen lesen, sowie den Comic, also Batman The Dark Knight Returns. Das sind jetzt eigentlich auch schon zwei Bücher, die sehr unterschiedlich sind. Der Comic geht natürlich schnell. Bei dem Geschenkbuch über Jane Austen und ihre Briefe hängt es ein bisschen davon ab, wie ihre Briefe so geschrieben sind, ob ich die gerne lese, ob ich da viel drüber nachdenken muss, ob ich da vielleicht auch nochmal recherchieren muss. Das kann ich gerade gar nicht einschätzen. Deswegen würde ich die zwei zusammenpacken, weil sich das ganz gut ausgleicht. Und ich kann mir vorstellen, dass dann noch ein normaler Roman dazukommt, nämlich
Wenn ich wiederkomme von Marco Balzano. Und dann ist zu guter Letzt die Frage, ob ich alle drei verbliebenen Titel für den November auf die Liste schreibe oder ob ich sage, okay, die letzten drei Titel muss ich dann im Laufe dieses Jahres gelesen haben. Und ich denke, das werde ich tun, dadurch, dass auch zwei Science-Fiction-Titel dann noch übrig sind, nämlich der Wüstenplanet, also der dritte Teil der Reihe, sowie die Sterntagebücher von Stanislaw Lem. Kann ich gerade noch nicht so genau einschätzen, ob ich wirklich Lust habe, beide Bücher in einem Monat zu lesen. Und was dann ja auch noch offen ist, ist Arsène Lupin. Das heißt, ich würde diese drei Titel für November, Dezember auf der Liste stehen haben. Ich hatte ja auch noch einige Dinge von der Challenge-Leseliste, bei denen ich gesagt habe, ich lese die bis zum Jahresende. Das ist unter anderem Der Zauberberg von Thomas Mann, den ich leider auch bisher noch nicht begonnen habe. Das heißt, es ist ja auch ein Buch, das noch bis zum Jahresende gelesen werden soll. Und damit kann es sein, dass ich im November und Dezember auch noch mal ein paar andere Titel von der Challenge dazu gesellen, weil ich sie einfach so lange aufgeschoben habe. Weil ich eben auch vermute, dass im September und Oktober etwas weniger in Bezug auf die Challenge passieren wird, aufgrund der anderen Lektüre, die mich da vermutlich beschäftigt. Ja, und damit habe ich die Bücher jetzt verteilt auf die letzten 4 Monate des Jahres und damit ist meine Challenge-bezogene Leseliste für dieses Jahr aus meiner Sicht abgeschlossen. Ich werde euch natürlich auch noch Updates abdrehen zu meiner Challenge Die Rache des Sub, also inwiefern ich die jeweiligen Leselisten für die einzelnen Monate geschafft habe oder nicht. Da gibt es also demnächst nochmal ein Video, in dem ich auf den aktuellen Status eingehe. Und damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video, habt ein bisschen mitgefiebert. Was haltet ihr von der Ausbeute? Wärt ihr zufrieden mit diesen Büchern? Und fandet ihr, dass es viele ungelesene Bücher sind oder nicht? Lasst mir da sehr gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Und damit hoffe ich jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.